Hallöchen Leute, Erik, der Kopfsteinpflaster-King, begrüßt euch hier wieder zu einer weiteren Runde Radsportmanager und wir sind mittendrin in der Kopfsteinpflaster-Saison und gehen hier auch direkt weiter. Jetzt kommt Gent Wiffle Gam und das zu gewinnen hat gleich zwei Ziele in unserer Saison. Einmal halt nur alle World Tour Kopfsteinpflaster-Rennen zu gewinnen, dazu gehört es natürlich und zum Flandern-Triple gehört es auch noch dazu. Wäre natürlich toll, wenn wir das Flandern-Triple auch noch holen könnten. Ja, und in der letzten Folge, Brügge de Panne ist sozusagen ja das kleine Gent-Wiffle-Gam. Jetzt fahren wir das richtige Gent-Wiffle-Gam. Er heißt aber, glaube ich, jetzt hier mittlerweile Wiffle-Gams Classic, ne? Ja, genau so ist es auch. Ja, wir sollen plus zwei bekommen. Wir sind hier auch der Top-Favorit. Philipsen ist zweiter Favorit. Oh, die sind viele, die richtig guten, sind alle nicht dabei. Ne, seht ihr hier wieder, ne? Wout ist wieder nicht dabei, Vanderpool ist wieder nicht dabei. Ja, da würde ich mal sagen, Philipsen fährt für uns an und wir holen uns hier den Sieg. Welcome to Belgium for the Gent-Wevelgem Classic. Often favorable to sprinters, but that doesn't mean an easy ride. The first 100 kilometers are relatively flat and apparently without difficulty, but big changes in the wind direction could impact this stage. Once back inland, the peloton makes a 50 kilometer detour into France, crossing the Kasselberg and Katzenberg, the first climbs of the day. The race then returns to Belgium, crossing the Kemmelberg-Montaberg duo twice. From the top of this final climb, there will be just over 30 kilometers to the finish, which can allow sprinters who have been dropped to organize their teams for a return to the front of the race. Ja, und damit herzlich willkommen zu Gent Wiffle Gam. Der Kommentator sagt auch Gent Wiffle Gam. Im Spiel heißt es Gent Wiffle Gams Classic. Ja, Geusra steht auch schon hier vorne. Ich darf halt Philipsen nicht steuern. Das ist natürlich für unseren Sprintzug dann am Ende ist das ein bisschen schade, aber naja, ist halt so. Er ist auch der bessere Sprinter. Schauen wir mal, ob der hier mit uns mithalten kann. Ja, und rein von der Theorie ist das so ein quasi, es ist die ganze Zeit Windkante, bis auf wenige Ausnahmen. Und naja, wenn kein Wind ist, dann wird das Rennen richtig schwer. Da gehen die ersten Angriffe ab. So, Keusler sitzt da. Erik ist noch ein bisschen weit vorne. Ah, da greifen weiter welche an. Jetzt fährt Erik noch weiter nach vorne. Oder nee, könnte auch sein, dass die jetzt führen. Noch sehe ich bei Erik zwar keine Pulsveränderung. Doch jetzt. Jetzt geht auch der Puls nach oben. So, dann gehen wir aber nochmal rein in die Action. Hier vorne sind 9. Another attack in the leading group. Ah, Puls im Feld. Okay, jetzt geht er wieder ein bisschen runter. Jetzt geht er wieder hoch. Er ist jetzt erstmal alleine, wird von 11 Leuten verfolgt. Die 11 wurden aber eingefangen. Nächsten beiden There's a few unterwegs. riders jockeying for position at the front. The breakaway is not to everybody's liking. The peloton has significantly increased its speed. Ja, ich muss mal einen Blick auf meine Fahrer werfen, weil die auf nach vorne fahren stehen. Ja, aber sie sind noch relativ weit hinten. Ja, da wollen sie auch wieder welche nicht weglassen. Ja, Angriffe gehen auf jeden Fall noch munter weiter. Da ist doch schon wieder irgendwo hinter uns ein Motorrad. Das kann ja eigentlich nur bedeuten. Genau, unsere Action Cam wurde eingefangen. Das ist wieder sehr, sehr schade. Naja, dann bleiben wir auf der Eric Cam. Da können wir hier vorne zumindest ein bisschen was sehen. Oh, es geht aber auch weiter. The break seems to be working. A couple of teams have set themselves up as pacemakers for the pack. They obviously don't have anybody in the breakaway group. So, und da ist Fundertuck. Den werde ich jetzt auch schon mal stoppen. Things are heating up in front. Oh, Siad ist noch da hinten. Die Angriffe gehen weiter ab. Da versuchen sich nochmal drei. Die lassen sie aber nicht gehen. Den einen hätten sie tatsächlich gehen lassen. Ja, Philipsen hat auch noch plus drei eingefahren. Also es ist durchaus möglich, dass uns hier der eigene Teamkamerad den Sieg wegschnappt.
Wäre natürlich auch toll für ihn, aber das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. So, jetzt scheint es aber alles erledigt zu sein. Die Windkanten gehen gleich los, deswegen am ganz schnell noch Siad nach vorne holen. Und Funderthuk vielleicht auch noch so ein klein bisschen besser platzieren. Wusel dich doch da mal ein bisschen durch hier. Na komm, gib den Ruck. Fahr nach vorne. Gleich kommen die Windkanten. Und die sind erfahrungsgemäß bei Genfer für Gelben sehr, sehr übel. Ja, er fährt hier zusammen mit einem Lotto-Fahrer nach vorne, aber jetzt hat er sich gelöst. Oh, nicht nach rechts reinziehen, bleib hier links. Tisch. So, dann haben wir das Team gesammelt. Ich schneide euch das jetzt hier raus und kurz bevor es in diesen harten Mittelteil reingeht, da seid ihr dann live dabei. So Leute, die Gruppe ist knapp 2 Kilometer vom Katzberg und dann nehme ich euch hier wieder mit rein. Also jetzt kommt der schwierige Mittelteil. Fahren jetzt aus der Windkante gleich raus. Naja, bis auf 50 gegen der Wind hoch. Schöne Perlenkette gewesen, das Feld. Puls ist relativ hoch, daher gebe ich jetzt mein Team noch nicht rein. Wenn jetzt das Tempo nicht so hoch gewesen wäre, hätte ich das gemacht, um halt das Rennen schwer zu machen. Aber wenn die das schon machen, dann sollen sie das mal machen. Philipsen hält sich ganz vorne auf. Der hat auch leider das erste Wasser geholt, weil er das ein bisschen früher holen wollte, wie ich selber. Und von daher hat er dann das Wasser geholt. Kann ich dann ja nichts gegen machen. Oh, jetzt nehmen sie aber Tempo raus, oder? Sieht zumindest so aus. Naja, der Puls ist da immer noch orange. Some team managers mustn't appreciate the fact that there is a breakaway, given that the pack has increased its speed. Du kannst doch nicht machen. Oh, einmal 20 Plätze verloren hier. Naja, vielleicht auch nur 10 oder 15, aber er war schon im nächsten drin. Dieser Vermont müsste eigentlich für die Gruppe angezeigt sein, ne? Ja, ich denke mal, wir schalten die Leute mal lieber auf 95, nicht, dass sie irgendwie zurückfallen. Zwarteberg ist der nächste. The pace is really hot, so for the moment we shouldn't see too many attacks. Oh, da sind auch wir im Zwarteberg. This climb is feared by many riders. The percentages are very high. Oh, ist das wieder dieser Stäume, ne? Oh, da muss Erik aus dem Sattel. Das fällt komplett auseinandergefetzt. 26 bei uns, danach 21, dann wieder 26. Ah, jetzt sind wir schon wieder über 40 hier. Aber naja, noch ist der Mittelteil nicht zu Ende. Wir brauchen dann auch mal Wasser. Da wir so wenig sind. Ey, versuch dich doch mal. Vielleicht kriegst du hin. Naja, ich glaube, er nimmt es jetzt gleich auf. Naja, wir sind immer noch nur 40 in der Gruppe. Halbe Minute haben die nächsten. Nein, haben die nächsten aufgeschlossen und er hat das Wasser leider nicht aufgenommen. Jetzt hat er es. Steuern wir ihn vielleicht am besten selber. Im Moment gibt es jetzt nicht so eine Riesenlücke. Jetzt hier vorne, hier links. Pole vor uns gezogen, deswegen sind wir nicht durchgekommen. Und er fährt halt nicht weiter nach vorne, er fällt immer weiter zurück. Der Kramer. Du musst nach vorne fahren. Oh mein Gott, ey. Zumindest konnte Erik schon verpflegen. Er kriegt's nicht hin. Es fährt immer wieder jemand ihm vor die Karre. Jetzt fährt hier der Nächste, der zusammenbricht ihm vor die Karre. So, jetzt.
Gefahr vor Philipsen oder was? Some team managers mustn't appreciate the fact that there is a breakaway, given that the pack has increased its speed. Wir haben's geschafft. So, jetzt kommt der Barneberg. Straßen werden wieder enger. Vor uns bricht so ein scheiß Lottofahrer zusammen. Oh, wieder 15 Plätze verloren. Ah. Und da geht's schon wieder nach oben. Und jetzt kommt dann der Kemmelberg. Fällt es ja mehr oder weniger wieder zusammen. Da hängen zwar noch welche hinterher, aber ich denke mal, jetzt am Kemmelberg reißt es wieder auseinander. Und da mir das ein bisschen Sorgen macht, nutzen wir das mal aus. Fahren ein bisschen nach vorne hier. Lass mal das mal reichen. Das ist jetzt schon wieder auseinandergerissen. Ist Erik schon fast zu weit vorne. Now the guys up front are asking serious questions of the riders in the rear as more of them are left in the wake. Oh, ich glaube, Erik ist gut dabei. That the strongest can create some gaps. The lead is being cut. The breakaway is not to everybody's liking. The peloton has significantly increased its speed. Naja, den hat Erik sehr gut überstanden. Puncture for a rider. Monteberg als nächstes. Da sind wir auch schon drin. Da bricht einer zusammen. Sag mal, führt dieser Philipsen da? Das sieht so aus, ne? Wie weit sind die weg? Oh la la, die sind schon noch weit weg. 65 Kilometer, 3,45. Und gleich jetzt wieder rein in Windkanten. La la la, ich will mal darüber überlegen. Den gebe ich jetzt mal rein, auch wenn das Eriks Beschützer ist. Du kannst mit dem Beschützen da weitermachen. Eigentlich ist Koistra ein ganz guter Anfahrer. Dann nutze ich den Seat mal für Erik. Na, Fended Took hängt hier auch ein bisschen zurück. Die Gap ist jetzt über 2 Minuten. A couple of teams have set themselves up as pacemakers for the pack. They obviously don't have anybody in the breakaway group. Es ist wohl zu schnell. Da löst keiner mehr ab. Konnten wir sie wenigstens ein bisschen drücken. Oh ja, gleich mal nur fast 45 Sekunden weggefahren. Dann denke ich mal, dass 75 auch erstmal reichen sollte. Lala, da hat mein Magen geknurrt. Ich muss gleich erstmal was essen. Ich glaube, Erik hat ein bisschen vom gelben Grundbalken verloren. Oder es täuscht so optisch ein bisschen. Kann natürlich auch sein. Und ich habe natürlich auch noch schlechte Augen. Das kommt auch noch durch. The pack is increasing its work rate. Some teams can't be happy with the breakaway. So, aber Koistra und Fundertuk. Also ihr müsst irgendwie weiter nach vorne kommen. Machen wir das jetzt mal am besten so. 85, jetzt geht's bergab. A rider has just suffered a puncture.
Boah, wenn der da mit 75 führt, müsste es eigentlich ein bisschen schneller nach vorne kommen. Another flat tire. Ja, jetzt hat er es gleich geschafft. Ja, reicht erstmal für 100 Tuck. Keustra noch. Boah, Kramer kann auch nicht mehr. Dankeschön, Kramer. Na, Gerard kann auch nicht mehr so lange fahren. Knapp über 2 Minuten noch der Vorsprung. Und jetzt wird es ja gleich nochmal richtig schwer. Da bin ich ganz ehrlich, ey, weil ich über diese schweren Berge gut rüberkommen möchte. Kemmelberg steht wieder als nächstes an. Baue ich mir hier mal zumindest schon mal für die Berge so einen kleinen Zug auf. Du deine. Du deine. Und der nimmt den Erik noch mit. Und fürs Erste hängst du dich nochmal hinter Grad ran. Ah, schon unter 2 Minuten. Sind wir sehr gut im Zeitplan. The lead over the pack is dwindling. Some team managers mustn't appreciate the fact that there is a breakaway, given that the pack has increased its speed. Dann löst du den jetzt ab. Brauchst aber, denke ich mal, nicht so schnell fahren. Alles gut gelaufen, sind alle durchgekommen. Jetzt drehen wir wieder hoch. Ja, hängen alle noch dran. Gucken wir mal, ob wir jetzt hier die 80 nicht mehr auseinandergerissen bekommen. So, das war von der anderen einen Seite. Und gleich fahren wir nochmal von der anderen Seite hoch. The pace seems much too high for many riders. Jo. Auf 21 Mann auseinandergerissen, jetzt schon nur noch 19. So, jetzt kommt eigentlich erst der richtig schwere Anstieg des Kemmelbergs. Ich glaube, wir können so runterdrehen. Wir sind ja schon noch 19 in der Gruppe. This climb features some dreadful percentages. Der da kann, glaube ich, für sich alleine fahren. Nur Feld sind wieder ein paar mehr geworden. Aber ich denke mal, genau, es reißt schon wieder auseinander. A rider has fallen and he's not getting back up. It looks like he'll have to abandon the race. Oh, gleich kommen wieder Windkanten. So, wieder 41 in der Gruppe. Ich drehe mal ein bisschen runter. Weil Erik leidet hier schon ganz schön. So, jetzt kommen nämlich mal andere nach vorne. Wenn ich mit Ziat noch ein bisschen länger fahren kann. Ja, der zurückfällt so also voll uns die gesamte Parade gefahren. Sie hat aus dem Sattel. Da hängen immer wieder Leute zwischen unseren Fahrern. He's just pulled up on the verge. Da haben wir den nächsten, der für sich alleine fahren kann. Bin am überlegen, Wasser. 23 Kilometer. Ach, scheiß aufs Wasser. So, da haben wir sie gleich eingefangen. Das ist doch lächerlich, ey. Nochmal dieses Aufbäumen hier. Ne?
There's nobody out in front, so with less than 20 kilometers to go, it's beginning to look as though it's going to end in a mass sprint. Also Eriks Gelber ist, glaube ich, noch besser wie der von Philipsen. Und die Roten sind, glaube ich, ungefähr gleich. Und Philipsen wird wahrscheinlich sich dann hinter Erik einklinken. Also er kann uns hier tatsächlich den Sieg wegnehmen. Wasser ist da, obwohl Philipsen das gar nicht gemacht hat. Das, ich weiß auch mal gar nicht, wie das so funktioniert, dass wir auf einmal Wasser haben. Ich meine, okay, es regnet halt, ne? Flaschen in Wind. Aha, Angriffe. There are just 15 kilometers left. And there's an attack at the front. He could go all the way. Na, kommen die nächsten Angriffe. 13 Kilometer noch. Das dürfte Siad aber immer noch packen, ne? Die müssten eigentlich gleich aufhören, oder? Küng dabei, Bissegger dabei, Wemisch. Ja, haben wir. Versuchen sich nochmal. Na, jetzt dürften sie kaputt sein. The finish line is getting close. The riders just passed the 10 kilometers road sign. Ah, jetzt hat Philipsen auf jeden Fall mehr Rot wie Erik. The riders are closing on the last 8 kilometers of the stage, which will most likely end up in a mass sprint. Zum Glück nicht hinter Erik. Ja, wir müssen mehr Schub hier. Von der Tuck kriegt auch den rein hier. Da ist die 5 Kilometer Marke. Geht rein hier. The finish line is getting close. The riders just passed the 5 kilometers road sign. Na, dann musst du schruppen, 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 schruppen. Noch mehr. Verdammt! Koistra raus, ey. Erik raus, ey. You see that? You can read the kriegt der Erik das hin, da kommt einer ganz schnell angeschossen, aber das ist der nächste Sieg für Erik Zabel. Sehr schön. Und wir haben den nächsten Kopfsteinpflaster-Klassiker gewonnen. Das ist jetzt der fünfte Sieg in Folge, ne? Genau. Das eine war zwar Milano-Sanremo, also kein Kopfsteinpflaster, aber es ist jetzt der fünfte Sieg in Folge für Erik. Sehr geil, sehr geil. Wir sind immer noch auf Kurs und mit Gentwiffelgem das erste Rennen des Flandern-Triples gewonnen. Also da sind wir auch immer noch auf Kurs. Und hatte ich ja erwähnt, in der letzten Folge der drei Kopfsteinpflaster-Folgen, da kommen dann die beiden Monumente für euch. Jetzt das nächste mit Grand Prix Waregem ist natürlich ein richtiges Brett. Mal abgesehen von Paris-Roubaix und Flandern-Rundfahrt ist das das Schwerste. Schönes Ding, Erik. Philipsen ist eigentlich auch ein bisschen blöd, ne? Wenn er hätte gewinnen wollen, wäre es natürlich für ihn viel besser gewesen, sich einfach hinter Erik ranzuhängen. Aber der hat sich irgendein Hinterrad da hinten geschnappt. Der hat mir da nochmal Angst gemacht hier. Aber den haben wir wunderschön weggeblockt. So, ab zur Siegerehrung. Wieder einmal Erik oben auf dem Treppchen. Wie wunderschön. Er ist aber auch eine Maschine, ne? Oh, hier. Drei Deutsche in den Top 4. Nicht schlecht. Und hier unten ist noch einer. Also vier in den Top 10. Und auch in diesem Rennen konnten wir es mit dem Team reißen. Wie geil wir sind. Ja, sehr schön. Ergebnisse. Oh, das hier haben wir ja gerade alles gesehen. Ja, da wir das nicht gewinnen sollten, ne, knallt er da wieder ein paar mehr Punkte raus. Aber ich glaube, so viele Tausende, wie ich mit meinem Hügelfahrer eingefahren habe in der letzten Saison, werden wir hier mit Erik nicht zusammenkriegen.
So, dann haben wir den geschafft. Und jetzt kommt auch schon gleich das nächste. Lass mal ganz kurz bei Training glotzen. Weil wir ja immer noch auf diesen 98 rumhängen, ne? Der macht mal ein bisschen mehr Training, der macht mal ein bisschen mehr Training. Vielleicht kriegen wir es ja wenigstens zu Flandern oder wenn zu Paris-Roubaix noch auf 99. Und wir gehen rein ins nächste Rennen. Wie gesagt, das wird jetzt noch eine Nummer schwerer. Grand Prix Waregem hat mit die krassesten Hügel, mal abgesehen von der Flandern-Rundfahrt. So, dann mal das Magazin. Erik Zabel, absoluter Top-Favorit, der nach Wout van Aert, ey, der ist ja auch wieder dabei, aber Van der Poel scheint wieder nicht mit dabei zu sein, sonst wäre der hier auch vorne irgendwo zu sehen. Okay, der ist auch hart, der Askren. Alter Hagen, hier, 22 Jahre alt, zieht euch mal die Werte rein, ey. Das ist ja brutal, ey. So, ich glaube, von der Gesamtpunktzahl ist der sogar vor Erik. Naja, Erik ist halt auch schon 23, ne? Alter Rentner. Wir sehen uns gleich zu dem nächsten Klassiker hier. Greetings to all. The race has cobbled sections that are renowned for testing both bikes and their riders. You've got to know what you're doing. Ja, und damit herzlich willkommen zum Grand Prix Waregem. Natürlich im Regen. Ah, wir konnten plus 2 einfahren, so wie angesagt. Sind Kapitän, sollen das Rennen gewinnen. Das ist auch, denke ich mal, das drittschwerste Kopfsteinpflaster-Rennen der Saison. Und da oben sehe ich leider ganz viel hohes Minus. Zum Glück nur bei Grad. Die anderen beiden sind eher Helfer. Keustra zumindest noch eine 0 und Kramer ist auch kein schlechter, plus 1. Er hätte mir natürlich bessere Kopfsteinpflasterfahrer geben können. Hat der Manager jetzt nicht gemacht, leider. Ja, Nikias kann zumindest ein bisschen was am Hügel und Ebene. Und der hat minus 3. Der wäre zwar am Kopfsteinpflaster besser, aber ich denke mal, ich könnte mir Nikias für Erik. Den gönnen wir uns für Keustra, der zumindest noch eine 0 eingefahren hat. Und dich für Kramer, der hat zumindest noch plus 1. Das Team ist jetzt nicht gerade toll und auch nicht gerade gut drauf. Und alle auch noch hinten. Dann geht's los. Und hier sind eher Hügelfertigkeiten höher gewertet wie Kopfsteinpflaster. Auch wenn das Kopfsteinpflaster hier teilweise übel ist mit 4 Sterne. Da gehen die Angriffe ab, aber Erik passt mir hier noch nicht. He moves on to the attack. There's no real sense to it, but at least he gets a mention. Fährt wieder nach vorne. Aber da kannst du erstmal bleiben. So, hier sind zwei ganz vorne unterwegs. Nächste Action Cam. Mal wieder vom Auto geblockt. So, hier gehen die nächsten 6 ab. Das ist sie eben gerade auseinandergerissen. Dieser Grat. Nein. Alter, was machst du? Du fährst dich doch hier nur kaputt. Nee, 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 du bleibst hier hin. Sieht's mit den anderen beiden aus. Ja, die brauchen noch ein bisschen. Gibt's Action Cam? The pack is increasing its work rate. Some teams can't be happy with the breakaway. Also sie scheinen die neuen da in E1 nicht zu mögen. Wenn ich das schon sehe, dass er hier aus dem Sattel geht. Oh nein! Oh, dieses Kackmotorrad blockt unsere Action Cam. Das ist natürlich wieder sehr schade. Beide Motorräder geschluckt. Tja, Leute, sorry. Keine Action mehr für euch. Müsst euch die Action aus Zabels Perspektive angucken. Keustra habe ich da gerade gesehen. Und Kramer auch. Kramer, Keust. Nee, Keustra hängt noch ein Stück zurück. Aber Kramer, ja. Halt, halt, halt. Ja, Keustra hängt schon ganz schön zurück. War so ein bisschen Wind haben wir auch. Riders jockeying for position at the front. Some team managers mustn't appreciate the fact that there is a breakaway, given that the pack has increased its speed. Scheint hier aber Ruhe zu sein. Okay, nee, da am Rand, da gehen schon wieder die nächsten ab. Oh, das Feld verfolgt hier auch direkt. Harte Angriffsphase hier. Haben wir, aber es gehen wieder welche.
Tja, einmal zu schade, dass die Action-Kamera eingefangen wird. Ich denke, es wäre auch, glaube ich, ein bisschen geiler programmiert, wenn dieses Motorrad, was die vorderen verfolgt, nicht hinter denen fahren würde, weil dadurch wird es immer so, ne, wenn das Feld zu nah rankommt, wird das vom Feld geschluckt, sondern dass das Kameramotorrad vor dieser Gruppe fährt. Na, wir greifen immer weiter welche an. Naja, da kommen die nächsten Angriffe. Na, Japaner. There's more than a minute on the clock. The brake seems to be working. There's a breakaway. Nee, Leute, ihr dürft nicht mehr weg. Ihr braucht's gar nicht mehr versuchen. Oh Mann, ey, es versuchen aber immer wieder welche. Das macht das Rennen natürlich noch anstrengender. Wir lassen nicht locker. Some riders are being left behind. Ja, Koistra, der wird halt gleich abgehängt. Ich glaube, ich versuche es jetzt einfach mal, ihn nach vorne zu kriegen. Auch wenn, ja, da vorne gehen schon wieder welche. Ein bisschen auf den Puls von Erik achten. Jo, jo, der geht schon wieder nach oben. Tja, Koistra, damit du nicht abgehängt wirst, da muss ich jetzt durch. Hast es auch gleich geschafft. Aber ey, da durfte tatsächlich mal einer weg. Dann haben wir jetzt 6 vorne. Ah, jetzt ist ziemlich ruhig. Ja, dann cutte ich euch jetzt das kleine Stück noch raus, bis es hier in den ersten Hügel reingeht mit Kopfschafflasser. Da sehen wir uns dann wieder. So, Leute, ich nehme euch jetzt wieder mit. Wir sind auf der Anfahrt zum Oudequamont. Jetzt geht das Rennen erst so richtig los. Naja, und wie immer vor irgendwelchen Bergen, Hügeln, Kopfschafflasser wird natürlich Erik erstmal nach hinten gequetscht. Krapselt aber so einigermaßen hier durch. Kommt auch schon der nächste mit 4 Sterne Kopfsteinpflaster. Oh, hier brechen schon ganz viele Leute zusammen. Da sieht man mal, wie hoch das Tempo ist. Auch hier die ganzen Helfer. Alle schon so dermaßen gelitten. Gucken wir mal, ob die Helfer es irgendwie wieder nach vorne schaffen, weil jetzt Tempo wieder raus. Apparently there's another puncture. The riders really should pay more attention to their choice of tires. Okay. They're moving along at a fair lick. You've just got to hang on. Meyerhofer hat es jetzt natürlich hinter sich nach der Reifenpanne. Gucken wir mal, ob mein Nikias. Oh ne. Nikias sitzt hier hinten, der ist auch schon weg. Oh, the list of those left behind goes on rising. Breakaway at the front. Den hat's auch schon zerrissen. Ja, die Kleinen hätte ich jetzt hier noch. Kramer. Alter, sitzt der gerade hier weit hinten. Tja, ich weiß nicht, ob der sich irgendwie wieder an Erik ranfahren kann. Ich wag's zu. Ja, jetzt ist er sogar rausgefallen. Dann muss das mal die Kleinen kurz übernehmen hier. Ja, schade, ey. Naja, wahrscheinlich wegen seiner Minus-2-Form. Bei Erik sieht alles super aus. And he sprints away in attack. Ja, Angriffe aus dem Feld, noch über 100 Kilometer. Koistra vielleicht mal ein bisschen aus dem Wind. Mal ein paar Leute an dich vorbeifahren hier. Things are heating up in front. Na, gratis wieder drin. Vielleicht kriegt ihr ja doch irgendwie nach vorne. Selbst Nikias hat es wieder reingeschafft. Ja, Kramer und Koistra jetzt aber ordentlich zurückgefallen, ne? That's another rider with a flat tire. The road is really treacherous. Colbrelli goes onto the attack. Colbrelli unterwegs, jetzt schon auch bei über 100 Kilometern, ne?
The riders are in a portion above 10%. Aber ich glaube, von den Top-Favoriten ist da noch keiner dabei. Tja, und dann müssen wir irgendwann nochmal Wasser holen. Das wird jetzt natürlich in diesen Hügeln ganz schön schwer. Da sollten wir warten, bis das Feld auseinandergerissen ist. Boah, gratis auf dem Another flat tire. Der ist schon gleich bei Erik. Einmal Hügel ohne Kopfsteinpflaster. Attack by Tennyson. Somebody's come a cropper in the pack. Thank goodness everyone else escaped unhurt. Na, die nächsten Angriffe sind aber auch alle echt mutig, ne? A couple of teams have set themselves up as pacemakers for the pack. They obviously don't have anybody in the breakaway group. Das Rennen wird ja immer schwerer und die reißen jetzt schon aus, über 100 Kilometer noch. Only a few riders are capable of following the very fast pace up front. Ah, schießt der Puls schon wieder extrem hoch. Ah, da sind wir auch schon wieder durchs Pflaster. Ey, Wut hier ganz vorne. Die beiden mache ich mal lieber auf 95. Ja, der fährt schon hier ganz alleine, der Meierhofer. Streven was caught in a fall. Oh, Streven gestürzt? Er war auch bei den Favoriten mit dabei. The breakaway is not to everybody's liking. The peloton has significantly increased its speed. Jetzt kommen wieder 4 Sterne. Several riders are attempting to break away. Ah, oh, dann kommt Erik echt gut mit, aber das ist schon wieder die nächsten Angriffe. Ja, muss Erik mal aus dem Sattel. Sitzt auch gleich hinter den ganz vorne. Die beiden gehe ich mal schon mal in Gruppe 2. Grad hängt jetzt ein bisschen zurück. Ja, fürs Wasser. Am besten noch die beiden Kopfsteinpflaster mitnehmen und dann Wasser holen. Ja, die beiden werden auch nicht mehr rankommen. Könnt schon für euch alleine fahren. Klein wenig kann Grad uns noch beschützen. Könnte natürlich jetzt nach dem Kopfsteinpflaster Ende sein. Da sieht doch so aus. Gelb ist gleich weg. Rot weg. Und das ist auch geschafft, Grad. Leider nur noch 2 Helfer. Ich glaube, ich lasse sie jetzt auch nicht mehr beschützen, damit sie ein bisschen mehr Energy saven. Tja, A1 wird, denke ich mal, auch nicht mehr rankommen. Der kann gerade auch für sich alleine fahren. 22 nur noch in unserer Gruppe. So, da wird auch schon das nächste Kopfsteinpflaster angezeigt. Danach holen wir Wasser. Harkhöck. Der hier Meierhofer, er führt nur mit 55 da hinten. Oh, jetzt ist... Ach, deswegen hat er wahrscheinlich verloren. Jetzt ist noch ein anderer dabei, der die gerade kaputt gefahren anscheinend. Oh, guckt euch den Meierhofer an. Er hat noch einen Platten eingefahren. Attack by Durbridge. Hast du schlechte Räder dabei oder was? So, Durbridge. Euer Alter. Da sind viele weg. Da ist Küm dabei, ne? Und Del Grosso ist auch dabei. Sheffield sogar. Sheffield, Top-Favorit mit. Ich glaube am Platz 4 oder so. Also, wie es aussieht, hat Wouter selber zugefahren. So, jetzt haben wir dieses Kopfsteinpflaster hier. We've got just one third of the race left to run. Now is not the time to give up watching. Da ist es gleich zu Ende. Oh, jetzt jagen wir Kramer mal los. Oh, leider wieder 57 auf einmal. 67 sogar. Ach, Mist, den Hügel habe ich noch vergessen. Oh. Ich hätte erst Wasser am Hügel holen sollen.
14 Leute sind noch vor uns. Wasser hat er halt immer noch nicht aufgenommen. Vor allem die 14 Leute, der Abstand wird sogar größer. Rider with a puncture. The sides of the road are not a tire's best friend. Nein, die Grenadiere mal in die Führung. Wasser hat er auf jeden Fall. Er hat auch noch dick rot. Immer mal ein kurzes Stäbchen. Oh, gucken, wer da so an gefährlichen Fahrern vorne ist schon. Also Colbrelli ist nicht ohne. Der Rest geht, glaube ich. Ja, die sind jetzt nicht so schlecht. Halt, Gestell ist sogar dabei. Aber es sind nicht so, auch nicht so die Überfahrer. Also, vielleicht müssen wir uns zwar gar keine Gedanken machen, dass die im Moment 2 Minuten weg sind. Sind ja noch über 60. Attack by Tennyson. Oh, geil, Wasser kommt gerade an. Oh, nee, der, die Kleine, muss hier weg. That's more than 2 minutes separating them. The breakaway is not to everybody's liking. The peloton has significantly increased speed. Da ist gut dabei. Oh, da geht schon die Nächsten. Nee, warte mal. Kurz noch den Hügel hoch. Und jetzt. Scheiße, im Moment nicht aufgepasst. Da sind die ganzen Favoriten sicherlich drin. Acceleration by Valence. Die sind da alle mit drin. Ja, meine beiden fahren ganz gut. Na, die sind sich sicherlich alle einig, weil Erik hinten ist. Naja, schon fast 40 Sekunden. Its work rate. Some teams can't be happy with the breakaway. Fall in the pack. Ja, so, ja, anstatt mit anzupacken, gehen sie, glaube ich, in den Angriff. Ja, jetzt wieder ein Hügel hoch. Ja, wir sind gleich dran. Oh, der hier greift lieber an, bricht zusammen, gibt uns einen Block mit. Och, Menno. Ansonsten wären wir an der Gruppe eben gerade am Hügel dran gewesen. Oh, Kramer kann schon nicht mehr lange. Was ist mit Erik los? Ja, es kommt halt immer wieder ein Zusammenrechner nach vorne und gibt Erik so einen kleinen Stoß mit. Wir sind quasi an denen mehr oder weniger dran. Und drehen dann natürlich runter. Das ist Sheffield. The gap is widening. It's now over 2 minutes. A couple of teams have set themselves up as pacemakers for the pack. They obviously don't have anybody in the breakaway group. Ja, ich jetzt noch mal den nehme. It's in such percentages that the strongest can create some gaps. Besser über den Hügel. Oh, er muss Wasser haben. Ah, Erik ist mit ganz vorne. Kramer kann leider nicht mehr. Oh, fällt eben gerade immens auseinandergerissen. Nur noch die Hälfte. So, wenn wir die beiden haben, können wir es ein bisschen besser sehen. Oh, 1,45 ungefähr nach vorne. Ne, Kramer kann leider nicht mehr. Dankeschön. Oh, hier ein Helfer von Sheffield. Der kann auch nicht mehr so richtig. A rider is down. Erik. Lala, da kommt man gerade so ausweichen. Erik, das passt mir alles gar nicht, ey. Lass mich mal ein bisschen zurückfallen hier.
So, die können beide nicht mehr. Immer noch relativ groß der Vorsprung nach vorne. Noch fast 2 Minuten. So, hier haben wir die Einfahrt zum Ziel. Ich denke mal, der führt immer, wer da kann, noch mit 99. Noch ein paar Kurven und dann kommt wieder ein krasser. Nee, ich wollte nur mit Erik hinter dem bleiben. Askren, der macht doch irgendwas. Da drehen wir auf 89 hoch. Naja, Askren greift an. Koistra wird gleich wahrscheinlich nicht mehr können. Er ist halt krass. 82 Kopfsteinpflaster, sehr gut Ebene, sehr gut am Hügel. Ich will halt mit Erik eigentlich auch nicht mit 89 fahren, ey. Another flat tire. Ach, bewegt sich Askren ganz gut. Über die Kennison was caught in the fall. So, wir sind hier 7. Falling behind. A team leader is falling behind. Apparently there's another puncture. The riders really should pay more attention. Naja, das kriegen wir sicherlich schon hier vorne sein, ne? Oder? Are going through a very tough portion with percentages above 10%. Ich wurde von zig Leuten geblockt. Der im Angriff können. Noch können wir so mithalten. Oh la la, ey. Da vorne ist Askren schon. Kommen wieder Angriffe. Das ist immer so geil, sie helfen alle nicht mit, sie greifen lieber an. Das kostet viel mehr Energie. Ja, sein Tritt geht, glaube ich, noch bei ihm vorne. Ja, lieber ranhängen. Vielleicht kriegen wir ein bisschen Saft zurück hier auf der Abfahrt. Yet another flat tire. It seems to be catching. Ja, er ist schon über 40 Sekunden vorne. Sheffield, ja. Und gleich das nächste Kopfsteinpflaster hinterher. 10 noch in unserer Gruppe. Die beiden nach vorne alleine unterwegs. Und gleich das nächste Pflaster. The road is really treacherous. This climb features some dreadful percentages. Nein, der Wut hängt. Jawohl, das hat gut geklappt. Die 4 sind weg. Only 15 kilometers left. Ja, und nur sogar 2 mithelfen. Außer der Franzose. Die beiden haben wir. Jetzt wollen die aber hier weniger. Jetzt Erik alleine. Jawohl, doch Sheffield und Wut steigen wieder mit ein. Ja, Sheffield sich wieder ausgeklinkt. Dadurch kommen die sicherlich hinten wieder ran. Ja, nur Wut hilft noch mit. Naja, Wut ist halt ein guter. Der ist auch voll korrekt. Disch, Disch und Disch. Watch out! A team leader is falling behind. 10 kilometers to the finish line.
letzten 10. Dann lass uns mal ganz kurz einen Blick werfen, wer hier am besten sprinten kann. Also Wout halt auf jeden Fall. Sheffield ist im Sprinten nicht so geil. Oh, Duhl Grosso, der ist im Sprinten richtig cool. Ja, der Franzose ist auch nicht schlecht. Also ein Hügel kommt auf jeden Fall noch. Da hängen wir uns auf jeden Fall noch nicht ran. So, da kommt da auch schon der Hügel. Jetzt greifen sie an. Another attack! This time it could go all the way! Ich glaube, ich heb mir meine Energie lieber auf. Fahr da ran, Erik. Alter! Alte Scheiße, ey. Aber Wout ran. Wout ist hier auch der Top-Favorit. War doch so, ne? Hab ich schon wieder vergessen, ey. Aber ich glaube, Wout ist der Top-Favorit und wir waren zweiter Favorit. Letzten 5. Geh mal rein. Nee, ne? Das mag ich auch immer gar nicht, Alter. Ja, ja. Oder absprinten. Das kann nicht wahr sein. Doch, er überholt ihn noch ein und da ist der nächste Sieg für Erik Zabel. Yes, haben wir es auch noch gerissen, Alter. Da ist mir bei dem einen aber auch wieder das Herz in die Hose gerutscht, ne? Wie der auf einmal weggezogen ist und Erik erst nicht rangekommen ist. Alter, was für ein Balken. Ich glaube, der letzte ist sogar unser Meierhofer hier. Sehr schön. Auch das Rennen konnte man gewinnen. Das ist jetzt der 6. Sieg in Folge, ne? Ja, stimmt. Bei Paris-Nizza die letzte Etappe konnten wir nicht gewinnen und seitdem haben wir alle Rennen gewonnen. Da kommt Koistra. Na, jetzt sind 20 drin. Da hinten kommt nochmal Erik. Er fährt aber eine Seitenstraße. Und freut mich, dass Wout Zweiter geworden ist und nicht einer von den anderen. Ne, weil Wout, der hat immer wieder gut mitgearbeitet. Es ist einfach ein toller Fahrer. So, gucken wir mal, ob nach Meierhofer Ende ist. Nee, da war noch einer hinter ihm. Mann, gut, dass ihm dann jetzt hier irgendwann der Saft ausgegangen ist. Konnte der Weltmeister durchziehen. Haben die beiden coolsten Kopfsteinpflasterfahrer ja 1 und 2 besetzt. Van der Poel ist ja leider verletzt. Da, boah. Hat er einen Durchzug gehabt? Dann ist dir die Luft ausgegangen. Und natürlich Siegerehrung. Eieiei, Platz 7 hat er gleich mal über 2 Minuten Rückstand schon. Schönes Ding, Erik. Und diesmal konnte man es im Team halt nicht reißen. Nur Platz 3 eingefahren. Aber immerhin, ne? Ja komm, ich gönne dir die beiden Küsschen da. Die beiden Küsschen hier. Dann darfst du nochmal jubeln. Und ciao. Ja, das hätten wir auch geschafft. Wir sind also immer noch auf Kurs. Ja, ob dabei das gewinnen sollten, knallt ja nicht so viele Punkte raus. Aber naja, wie gesagt, ist ja auch völlig egal. So, dann haben wir auch das Ende dieser Folge erreicht. Und in der nächsten Folge, die kann ich euch wirklich nur ans Herz legen, kommen Kopfsteinpflasterrennen. Und das sind 2 Monumente mit der Flandern-Rundfahrt und mit Paris-Roubaix, was dann den Abschluss der Kopfsteinpflaster-Saison bedeutet. Ich hoffe, ihr hattet hier euren Spaß und sehen uns dann morgen, sage ich schon, am Dienstag zur nächsten Folge. Bis dahin und ciao.